Wow, Edelbrand aus Osttirol. Was ist das Schönes? Das ist der Osttiroler Bregler. Der Bregler besteht aus Apfel und Birne, wobei mindestens 25% von einer Frucht dabei sein muss. Der Bregler ist eine geschützte Marke. Die Osttiroler Breglerbauern haben ihn 1995 schützen gelassen. Bregler kommt von Bregeln, Sieden. Hat man Speck ausgelassen, Speckbregeln hat man gesagt. Und dadurch ist der Begriff Bregler entstanden. Den trinkt man mit Speck zum Speck. Kommt man zum Speck, also zu einer Osttiroler Brettlause, gehört ein Osttiroler Bregler dazu. Und in welcher Temperatur? Trinktemperatur ist wie Rotwein, also nicht eisgekühlt, sondern Und Magdalena, und du Zimmertemperatur. bist die Chefin hier. Ja. Oh, du bist die Schnapschefin. Ich bin die Schnapschefin. Und trinkst du auch selbst? Gerne trinke ich ein Glasl Schnaps, ja. Aber ihr habt da auch noch mehr Sorten. Wir haben noch mehr Sorten, ja. Zum Ungefähr. Beispiel der Williamsbirne, Zwetschge, Pflaume, Vogelbeer, Meisterwurz ist auch gut. Apfel natürlich, sortenrein und ja, Also was haben das wir macht noch? Spaß hier bei euch zu leben und zu Das genießen. macht Spaß, ja. Reisen und Speisen. In Osttirol. Genau.